Hey, klein, ganz groß Crew! Ich liebe diese aufregende, hübsche Osterecke. Und wie cool ist denn diese Festung, bitteschön? Der perfekte Ort, um mit unseren Freunden Ostern zu feiern. Aber ich glaube, mit etwas mehr Farbe und ein paar Osterbasteleien von 5-Minuten-Tricks wird es noch toller. Jetzt ist Spielzeit. Das war großartig. Stimmt, Peaches? Jetzt geht's aber los. Mini-Power! Für diese ganz einfache Bastelei brauchst du etwas Farbe und einen Schwamm wie diesen. Drück ihn einfach auf die Wand. Und du erhältst eine bunte Mauer für deine Festung. Genial! Das sieht so toll aus. Du kannst deine Wand in deinen Lieblingsfarben gestalten. Meine erinnert mich an einen wunderschönen Regenbogen. Vielleicht sieht sie auch aus wie bunte Ostereier. Lila Shani und ich lieben unsere Fellnasen. Darum wollen wir für sie die coolste Osterparty aller Zeiten veranstalten. Wir haben die perfekte Location und ihre Lieblingshüpfburg. Wir müssen nur noch ein bisschen Deko anbringen. Als erstes basteln wir eine winzige Ostergirlande. Wir brauchen einen Bleistift, Pfeifenreiniger, ungiftigen Kleber und eine Lichterkette. Du kannst so viele Karotten basteln, wie du magst. Je mehr, desto leckerer. Oh, ist das niedlich. Einfach hinreißend. Diese Girlande ist einfach zauberhaft und verbreitet viel Osterstimmung. Und unsere Gäste sind offenbar auch schon da. Komm, wir begrüßen sie, Peaches. Das wird super. Hallo Leute, ich freue mich so, dass ihr da seid. Juhu! Und ich sehe, eure Fellnasen haben schon viel Spaß. Freunde, ich habe noch eine tolle Idee für eine süße kleine Bastelei. Wollt ihr mir dabei helfen? Ja! Klasse! Für diese Bastelei brauchen wir eine dekorative Eierschale. Meine glitzert natürlich überall. Jetzt stecken wir etwas Watte und ein paar Samen rein. Nochmal Watte. Dann gießen wir unsere Pflanze und warten, bis sie wächst. Ist die Natur nicht zauberhaft? Jetzt sieht es hier nicht nur lustig, sondern auch wunderschön aus. Gefällt es euch auch? Dachte ich mir doch. Es ist so praktisch, ihn dabei zu haben, falls eine unserer Fellnasen nach der wilden Party versorgt werden muss. Ich habe eine Idee. Keine Party ohne Kuchen, stimmt's? Ja! Am besten backen wir sofort ein. Das wird großartig. Wir brauchen Knete und spezielle Werkzeuge dazu. Eine Pfötchenschablone und ungiftigen Glitzer natürlich. Entferne die Schablone und schneide vorsichtig ein Herz aus der Knete aus. Und nicht vergessen, diese Torte ist nur zum Spielen. Weder du noch deine Haustiere können sie essen. Macht es nicht Spaß, seine Lieblinge mit etwas Besonderem zu verwöhnen? Also ich liebe es! Ich bin so froh, dass ihr heute bei unserer tollen Osterparty dabei wart. Pfötchen-Style! Kommt auf unseren Kanal für noch mehr Basteleien und große Pfötchen-Abenteuer mit Lila, Shani und unseren Fellnasen. Viel Spaß und vergesst nicht, klein, ganz groß! Macht's gut! Treasure you see, right in front of your eyes.